Auftakt zum diesjährigen Umzug des Tänzelfests. Mit einem Empfang im Rathaus wurde zuerst die Schirmherrin begrüßt, die Generaloberin des Kreszentia-Klosters, Schwester Regina Winter. Wir feiern heuer 750 Jahre Kloster und 10 Jahre heilige Kreszentia. Und ich nehme an, dass aus diesem Anlass einfach ich als Schirmherrin gewählt worden bin. Manche werden zwar verwundert sein, dass eine Klosterfrau Schirmherrin ist, aber ich habe es gerne angenommen. Der Sitzungssaal unseres Rathauses. Wie auch schon im Schauspiel bei der Eröffnung, unternimmt die Figur der Anna vom Hof eine Reise in die Gegenwart. Zusammen mit ihrem Führer beobachtet sie die Entwicklung der Stadt und ihres Klosters. Nach der Legende ist sie die Gründerin des Klosters im Meierhof, des späteren Kreszentia-Klosters. Anna vom Hof ist dieses Jahr eine der Hauptfiguren. Das Kloster spielt ja immer schon in der Geschichte der Stadt und damit auch im Tänzelfest-Umzug eine große Rolle. Aber nun hat man es eigens akzentuiert mit einem eigenen Wagen und auch hier in der Eröffnungsszene dann natürlich mit der Klostergründung. Also das ist jetzt etwas, was noch stärker betont wird dieses Jahr und ich denke, das wird für die nächsten Jahre bleiben. Nicht nur Anna vom Hof hat einen eigenen Wagen, sondern auch sie, die heilige Kreszentia. Das Jubiläum ihrer Heiligsprechung hat auch seinen Platz im Tänzelfest gefunden. Der Tänzelfestverein hat dieses Jubiläum, das Glaubensjahr, aufgenommen. Das spricht auch für die Lebendigkeit dieses Festes, dass es nicht ein statisches Programm hat, sondern jedes Jahr andere Schwerpunkte setzt, andere Spielszenen vorkommen. Und insofern ist es wirklich ein Beleg dafür, dass dieses Fest auch zukunftsfähig ist. Wir freuen uns natürlich dieses Jahr mit dem Kloster und es ist schön, dass die ganze Stadt jetzt auch über das Tänzelfest mitfeiert. Durch die Darstellung der Jubiläen im Tänzelfestumzug wollen die Beteiligten auch die Verbundenheit zwischen der Stadt und dem Kloster ausdrücken. Immerhin blicken beide auf eine lange gemeinsame Geschichte. Ich denke, das Kloster hat viel an Prägung in Kaufbeuren mitgemacht. Und ich denke, über all die Jahrhunderte ist einfach Stadt und Kloster so zusammengewachsen und haben einfach viel das Leben auch der Menschen mitgestaltet. Und da ist es einfach auch wert, dass man es im Tänzelfest integriert. Denn im Tänzelfest werden ja all die Jahrhunderte dargestellt. Angefangen von den Schwestern vom Meierhof bis einfach in unsere heutige Zeit. Und so zeigten die Kinder traditionell die Geschichte Kaufbeurens. Vom historischen Besuch Kaiser Maximilians über die verschiedenen Epochen. Musik.